Ein Maniac Studios Original. Ganz ernsthaft, wenn das, dann wäre ich in der Sekunde aus diesem Podcast ausgestiegen. es gibt Dinge, die never gonna happen. Never. Never. Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball-Gameshow-Podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der Live-Fußball-Manager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude. Journalist, Moderator, Herausgeber und Chef von Backspin Media, Nico Hülz, a.k.a. Nico Backspin. Kriege ich einen kleinen Applaus, hi, wenigstens an irgendeiner Stelle. Dankeschön, 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 Dankeschön. Herzlich willkommen, Nico. Moin. Jeder Fan von Rapmusik, der kennt natürlich auch Backspin Media und dich. Du bist aber auch glühender Werder-Fan. Wie geht's dir nach der Pleite gegen Kiel? Ey, das, weißt du, ich habe in der letzten Folge reingehört, da war ja jemand Schalke-Fan da, ne? Der hat die gleiche Frage gestellt. Mhm. Das ist so ein bisschen Spleen von euch, ne? Leute einzuladen, die dann so ein bisschen erzählen können, wie beschissen das hingeht. Das war ja ein Tor in der 85. Minute, führt zu, okay, wir kommen durch, wir schaffen das irgendwie zu, wir steigen nicht auf. So, das war schon ganz schön wild. Aber trotz allem, kurz meine Einschätzung, die Qualität dieses Teams ist so hoch, die müssen aufsteigen. Richtig. Und apropos aufsteigen müssen, nach der krachenden Niederlage aus der letzten Folge müssen zwei andere hier in der Runde auch ihr Game deutlich steigern. Ich begrüße Robby Hunke. Hallo, wieder zurück aus Brasilien und mit voller Mannstärke hier. Ja, man sieht es ja aber im Gesicht nicht ganz an. Also blühendes Leben ist was anderes. Er ist nicht alleine auf jeden Fall, da sieht man ihn an. Und last but not least, Daniel Sprügel. Ja, first but not least, immerhin auch weiterhin noch führender in der ewigen Tabelle der Schießbudenliste des Schießbuden-Rankings im Moderatoren-Ranking. Also Max, nimm deinen Sieg letzte Woche nicht zu hoch. Das ist aber ein zartes Pflänzchen, oder? Ich glaube, ich bin nur einen Sieg dahinter und Robby auch. Aber naja, seit Folge 1 ist Amar auf jeden Fall auf Rang 1 im Schießbuden-Ranking, 62,2%. Nico, auf den Thron willst du heute, denn dann gibt's 10.000 Euro für den guten Zweck, präsentiert von Versprochen, dem Podcast unseres Werbepartners Kongster zum Thema Fairness. Nico, wohin würdest du spenden im Fall der Fälle? Es gibt eine Organisation, mit der bin ich seit über 10, 15 Jahren verheiratet. Da bin ich im Stiftungsbeirat. Das sind die verrücktesten Typen auf der Welt. Das ist Viva Con Agua und eigentlich jeden Euro, den ich irgendwo erarbeiten kann, der gespendet wird, der geht immer dahin. Sehr, sehr gut. Geil. Finde ich auch super. Wie immer, 5 knallharte Runden, 2 Teams. Die müssen aber jetzt noch gewählt werden. Legen wir los. Die Herzblattrunde. So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils 5 Sekunden Zeit, um dich für ihr Team zu begeistern. Wähle weise. Ja, Leute, Careless Whisper von George Michael läuft. Nico, lehn dich entspannt zurück und lass dir unsere Liebesbotschaften gefühlvoll ins Ohr flüstern. Daniel, Robby und dann ich. Wow, ich darf den Anfang machen. Ich muss einmal kurz, bevor ich loslege, die Musik ändern. Also ein bisschen Vibe kommen, den Nico ja auch kennt. Yo, Nico, herzlich willkommen in der Schießbude. Mein Name ist Daniel, besser bekannt als der Quizlude. Ich führe das Ding hier an mit 3 Siegen in der Tasche. Im Team Max verbrennst du die 10.000 K für den guten Zweck zu Asche. Mein letzter Tipp an dich, bevor du dich als mein Herzblatt entscheidest, schau dir die Schweißperlen auf Robbys Stirn an und wie er jetzt schon leidet. Ich sag dir, Team Robby ist also auch voll für die Katz. Ihr habt zwar den gleichen Bart, aber der von Robby sieht aus wie ein Moonshiner auf D-Max. Okay. Oh, decision made. Robby, du bist dran. Überragend, jetzt bin ich dran. Oh Gott, ey, ich falle heute ganz tief, ey. Wahnsinn, ey. War absoluter Mir ist ein bisschen peinlich. Es ist so stark. Zu Recht auch. Oh, wow. Ich habe sowas Tolles natürlich nicht vorbereitet. Das ist nicht meine Art.
Ich kann dir nur sagen, lieber Nico, von dir habe ich sehr, sehr viel übers Leben gelernt. Nämlich das Wichtigste, wie man seinen Bart nach Masken wieder gerade kämmt. Auf dem Viva Con Agua Event, da habe ich wirklich alles fürs Leben gelernt von Nico, was ich brauche. Und da ich, lieber Nico, hier von den Titeln her, für mich, finde ich zumindest, der Carlo Ancelotti der Schießbude bin, würde ich dir raten, mit mir zu spielen. Aber in dem Fall muss ich... Ich kann es immer noch nicht fassen, wie was das für ein starker Auftritt von Daniel war. Deswegen gebe ich mich heute zur Not auch geschlagen, so gerne ich mit dir spielen würde. Ja, der Einsatz hätte es tatsächlich verdient, ja. Also Daniel spittet die Lines wie ein Maschinengewehr. Bam, bam, bam. Ja, lustigerweise habe ich auch etwas vorbereitet. Lieber Nico, Werder Bremen, lebenslang grün-weiß. Wir beide gehören zusammen, wir sind cool und wir sind heiß. Ich hätte es vielleicht auch singen sollen. Ja, vielleicht. Genau. Okay, das ist auf jeden Fall sehr stark. Jetzt muss ich mich entscheiden. Genau. Ich glaube, ich habe das in meinem Leben schon 50.000 Mal erlebt, dass mir Leute entweder was geschickt haben, was ich mir anhören musste, was grausam war, oder es mir nachts um drei in irgendwelchen Nebenstraßen von irgendwelchen Clubs versucht haben, hey, ich rap dir jetzt auch was vor und sowas alles. Auf jeden Fall im ganz unteren Segment ist das Skill-Level von dem gewesen, das Daniel da gerade abgeliefert hat. Aber genau deswegen, alleine für die Tatsache, dass du hier dich so blank machst, habe ich Bock, jetzt mit dir diese Runde anzugehen. Ja! Nico, das ist die richtige Entscheidung. Ja. Also ich werde nicht so spielen, wie ich singe, hoffentlich. Aber das ist ja die zweite Sache. Ich habe ja quasi die Statistik eben im halben Ohr bei euch durchgehört. Du bist ein Winner hier in dieser Runde, ne? Dankeschön. Ihr habt mich letztes Mal mit Robby zu 26% geführt, aber ich glaube, diesmal sind wir besser. Ja, aber ich weiß ja auch bis heute noch nicht genau, worauf ich mich hier einlasse. Deswegen brauche ich ja irgendjemanden, der mich da rausholen kann aus dem Loch, in dem ich dann bin. Und ich bringe dir ein bisschen was über Rap bei. Ich drücke uns die Daumen. Eieieiei, also völlig verdient. Da haben sich zwei auf jeden Fall gefunden, Rapper und Produzent. Yo. Wir sind bereit. Robby, wir können loslegen, oder? Ja, wir gehen voll rein. Unser erstes Spiel geht nämlich voll rein in den Kopf des Gegners. Okay, let's go. Spiel 1. Im Kopf des Gegners. Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen. Und da der liebe Nico heute unser Gast ist, darf Team Nico anfangen, wie immer, mit Daniel zusammen. Daniel ist eingekauft worden von Nico als Führungspersönlichkeit. Daher würde ich sagen, Team Bensinger Hunke halten sich jetzt erstmal zurück und der liebe Daniel beginnt mit seinen schönen mitgebrachten Stories. Oh, darf ich anfangen? Ja, wir haben heute an dem Tag der Veröffentlichung, ist Donnerstag, Eintracht Frankfurt wird heute ins Finale einziehen, nach Sevilla und wahrscheinlich gegen Leipzig spielen oder die Glasgow Rangers, wir wissen es nicht. Ich habe eine Geschichte aus meiner Zeit von Eintracht Frankfurt dabei. Ich war ja früher in der Vermarktung bei Eintracht Frankfurt. Damals haben wir nach einem neuen Hauptsponsor gesucht, nach Fraport. Und ich hatte einen High Potential eingeladen zum Termin, den gemacht, gemeinsam mit Heribert Bruchhagen, damals Clubboss. Leider war Herr Bruchhagen nicht so aufmerksam und hat während des Termins lieber den Kicker gelesen, als beim Termin so wirklich mitzumachen. Und im Nachgang sagte mir der potenzielle Hauptsponsor nur, nee, also wer wenig Aufmerksamkeit für mich hat, für den habe ich auch keine Aufmerksamkeit. Und deswegen kam die Clubpartnerschaft nicht zustande. War oder falsch? Lieber Max, als erfahrener Werber, der Daniel mal gewesen ist und jetzt ja auch noch ein bisschen ist, würde ich fast sagen, er plaudert keine Interna aus, auch wenn sie sehr alt und vergangen sind. Auf der anderen Seite würde ich es Heribert Bruchhagen zutrauen. Ich bin da voll deiner Meinung. Ich kann mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Daniel das macht. Daniel hat hier so das Saubermann-Image unter allen Moderatoren, auch wenn er heute gerappt hat. Aber die Street-Credibility, die fehlt, definitiv. Und er ist auch keine Snitch. Komm, wir sagen, das stimmt nicht. Kein ja. 31er, sagst du. Kein 31er? Also ist falsch. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, so dreckig wie ihr spielt, kann ich auch spielen. Diese Geschichte ist wahr. Boah! Ist okay. Das stark. Ich wusste es, ich sah förmlich Heribert Bruchhagen den Kicker lesen. Immerhin hat es am Ende noch für zwei Business Seats gereicht, aber das war ein etwas anderes Video. Ich komme jetzt zu meiner zweiten Geschichte und bevor ich noch weitere interne ausplaudere, habe ich was anderes dabei und ich stelle euch eine Frage oder eine Behauptung in den Raum und sage euch,
Heute spielt ja Frankfurt gegen West Ham, besser bekannt als die Hammers. Und auch im gleichen Stadt zu Hause sind die Gunners, der FC Arsenal. Und das sind auch die beiden einzigen Teams in der Premier League ohne Tier und ohne Fabelwesen im Logo. Richtig oder falsch? Was ist mit Manchester City? City hat doch ein Schiff, aber die Frage ist, hatten sie früher mal, ich glaube in dem alten Logo, die Scheichs haben das doch geändert und im alten Logo, meine ich, wäre auch irgendwie so ein Tier gewesen. Aber es geht doch um aktuell jetzt, oder aktuelle nicht? Aktuelle Premier League Saison. Dann es gibt noch andere ohne Tier. Ja. Damit habt ihr leider recht, ich hätte es ein bisschen schwerer machen sollen. Yes. Auch der FC Everton hat eine Burg. Man City hat das Schiff, das stimmt. Und Southampton hat einen Baum. Aber der Rest hat alles. Tiere und Fabelwesen fand ich sehr interessant, als ich es gesehen habe. Aber natürlich ein leichtes Spiel für euch. Yes. Kommen wir zu Geschichte Nummer 3. Und auch da bleiben wir wieder im Europapokal zu Hause. Dort ist aktuell der FC Villarreal, wer weiß, heute schon ausgeschieden oder ins Finale eingezogen. Das wissen wir nicht, weil wir montags aufzeichnen. Aber der dortige Trainer Unai Emery ist unter den aktiven Trainern aktuell derjenige mit den meisten Europapokalsiegen. Wahr oder falsch? Ja, Max, würde ich fast sagen. Er hat ja dreimal mit Sevilla den Titel geholt in der Europa League. Ich würde auch sagen, es war... Damit seid ihr auch korrekt, das stimmt. Ja! Yes! Come on, Banzinger! Daniel, das ist zu einfach. Das war zu einfach. Ich hätte noch ein paar Bruchhagen-Geschichten auspacken sollen. Da gibt es ja noch ein paar. Glückwunsch, damit habt ihr 2 von 3 richtig. Ich muss nochmal ins Trainingslager, das war nicht die beste Leistung, Nico. Aber wir steigern uns noch. Max, möchtest du mit unserer Seite anfangen? Ich kann anfangen, gerne. Ihr könnt euch vielleicht noch an die letzte Episode erinnern. Wir steigen hier nochmal zu Sportfreunde Lotte. Ich habe nämlich nochmal mit RB Leipzig gesprochen. Ralf Rangnick und die Sportfreunde Lotte, das ist ja schon eine ewige Saga. Und was hat Ralf Rangnick direkt nach Abpfiff gemacht? Er hat ein Spieler verpflichtet von Sportfreunde Lotte. Max, wie war denn der zeitliche Abstand? Also direkt nach dem Spielende, Abpfiff, er läuft hin, sagt, du kommst zu mir. Ja, direkt danach hingelaufen, direkt angeboten, komm zu uns. Das klingt nach Quatsch. Boah, meinst du echt? Ich hätte jetzt das zugetraut, weil Max, weißt du, der hat keine Geschichten, der ruft da an und sagt, erzähl mir mal was. Dann holt sich da was, dann sagt er da, ja, oh cool, ja. Ich würde fast sagen, wahr, weil ich glaube, Ralf Rangnick hat letztes Mal schon überrascht in der Schießbudenfolge mit seinem Torkauf. Ich meine, das war das letzte Spiel. Was kann passieren? Danach hinzugehen und sagen, Junge, nächstes Jahr spielst du bei uns eine Liga drüber. Ich kann mir Rangnick nicht ganz so vorstellen, dass der auf dem Platz direkt zu einem Spieler hinrennt. Also ich kann euch die Szene beschreiben. Er ist wirklich hingerannt, hat ihn umarmt und hat ihm das ins Ohr geflüstert. Also ganz ehrlich, umarmt und ins Ohr geflüstert, Ralf Rangnick. Wir reden von dem gleichen Ralf Rangnick. Ja. Das ist krass. Das ist gelogen. Also ist falsch. Also es ist gelogen. Falsch. Ist falsch. Es ist wahr. Es ist wahr. Und ihr dürft gerne Tobias Villers fragen. Der hat in diesem Spiel ein Tor geschossen und ein Eigentor. Robby, ich glaube, ich weiß nicht, du warst dabei, oder? Ich habe es kommentiert damals, ja. Tobi Villers, ich habe seine Karriere danach nicht mehr verfolgt, aber er war ein sehr präsenter Mann in diesem Spiel, ja. Ich komme noch zu einer RB-Geschichte. Ach komm, ey, Max, das ist doch kein RB-Podcast. Du bist doch reingekauft. Ist das noch ein Red Bull-Kühlschrank im Hintergrund? Also, in der RB-internen Nationenwertung All-Time-Torschützen ist Deutschland nur auf Platz 3. Boah, das wird ja hart fies, weil es kann Platz 5 oder Platz 2 sein. Oder wahrscheinlich ist Schweden vorneweg oder Dänemark mit Poulsen, mit Forsberg. Timo Werner hat ja in Leipziger Tagen die Hürde nicht wirklich getroffen. Insofern würde ich auf jeden Fall nicht, wäre mir Platz 3 schon fast zu viel. Ich frage sie anders, um fair zu sein. Deutschland ist nicht auf Platz 1, weil es RB ein deutscher Club ist. Ja, aber das ist machbar. Ich würde sagen, dass Dänemark vorne ist. Ich würde fast sagen, dass Poulsen... Reicht Poulsen für einen kompletten Davy Selke-Freundeskreis? Stark begründet. Ich meine, du bist da sicherlich ein großer Fan von Davy Selke. Das kannst du besser beurteilen als Bremer. Er ist auf jeden Fall ein besserer Dude als das, was in den Medien immer von ihm gemacht wird. Deswegen bin ich da auf jeden Fall eher Team Selke. Und ich glaube, er hat die eine Hütte mehr gemacht, die dann das Team Selke auf Platz 1 geschoben hat. Aber ich würde auch nur wild raten an der Stelle. Dann ist diese Geschichte, die Max erzählt hat, falsch, weil Deutschland auf Platz 1 steht. Das ist richtig. Ja! Das ist richtig. Danke für die Fairness. Danke. Danke, Davy. Ja, Davy war es jetzt nicht unbedingt. Wobei, ich glaube, der war eine Saison tatsächlich auch bester Torschütze. Poulsen hat 81 Tore, ist natürlich da auch weit vorne. Krass. Und das als einziger Däne. Aber Deutschland ist
weit vorne. Dann Max, danke für den Kongstar-Moment, dass du die Fairness hast walten lassen und sie nochmal umgestellt hast. Ja, dafür stehe ich ja. Dafür stehe ich ja. Geschichte Nummer 3. Almami Touré von Frankfurt hat in seiner Karriere die meisten Tore für Kylian Mbappé aufgelegt. Boah, Alter, was? Auf niemanden hat er mehr Tore aufgelegt. Ey, ich habe keine Ahnung. Ahnung habe ich auch keine, aber das ist ja alles so, man rät und sagt, man hatte Ahnung. Ich würde wahrscheinlich sagen, Max, der alte Recherchierer, der ist ins Internet gegangen, hat eingegeben, Mbappé-Fakten, lustige, kuriose Fakten, hat gesehen, ach guck mal, Touré hat ja ein bisschen was vorgelegt bei Mbappé und er hat einen wahren Fakt rausgesucht. Ich würde sagen, einfach mal aus dem Bauch heraus wahr. Ich logge ein. Das ist falsch, das ist falsch, Junge. Da hätte sie ja willkürlich irgendwas einfallen lassen können. Wahrscheinlich, naja. Damit würde ich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt immer auf die Geschichten, die der Gast mitgebracht hat. Ist der liebe Nico mit hoffentlich schlüpfrigen Geschichten von der Weser mit dabei? Nee, ich habe mir, ein bisschen was aus meinem persönlichen Fundus an Fußballerfahrung mitgebracht. Als dann vor einigen Jahren das große Hamburger Stadtderby zwischen der Nummer 1 in der Stadt, dem FC St. Pauli, und der Nummer 2 der Stadt, dem Hamburger Sportverein, das erste Mal nach über 50 Jahren wieder am Millerntor stattgefunden hat, hatte ich damals natürlich auch auf allen möglichen Wegen versucht, in dieses Stadion reinzukommen. Habe alle meine Kontakte angesprochen mit den Vereinen und alle haben mir abgesagt. Und das war schon ein bisschen ernüchternd. Dann bin ich zum Stadion gefahren und habe versucht, vor Ort Tickets zu kaufen. Das waren noch diese Zeiten, wo es schon noch einen Schwarzmarkt gab, aber die St. Pauli-Fans immer mit den Schildern rumgelaufen sind und haben dann die Schwarzhändler quasi mit Schildern so hochgehalten, haben mit Trillerpfeifen gepfiffen und einem Pfeil, dass da ein Schwarzmarkthändler ist. Und dann wurden die immer hops genommen oder sind geflüchtet vom Platz. Auch dort habe ich kein Ticket gefunden. Und dann war es so 2 Minuten vor Anpfiff und dann stehe ich da rum und da kommt ein Ordner und meint, ey, willst du noch ins Stadion? Ich so, ja. Er so, ja komm, gib mir 50 Euro, dann bring ich dich rein. Ich so, alles klar, nicht nachgedacht, 50 Euro in die Hand, zack, mit ihm rum, einmal am Stadion rum, Nord, dann ist ja diese lange Schlange, dann standen da halt noch hunderte Menschen, die durch den Security, er mit seinem Ordnerbenzel, die Leute zur Seite geschoben, ich kam mir vor wie die Queen, so an allen vorbei, am Security-Typen auch vorbei, nicht wirklich kontrolliert rein, schließt noch die Tür vom Block auf, sodass ich nicht mal oben rüber muss, sondern rein hier, zack, viel Spaß, habe ich das Spiel gesehen. Geil. Wow. Richtig Max. Geil. Also ich habe ja auf einer Veranstaltung von Viva Con Aqua den lieben Nico kennengelernt und der hat so viel Charme. Ich kann mir vorstellen, dass auch dieser Ordner dem verfallen war. Was sagst du, Max? Ich glaube auch. Ich bin auch schon ganz verliebt in Nico. Was sagen wir? Ja, es stimmt. Es stimmt. Es stimmt. Ja! Da waren zu viele Details drin. Geile Geschichte, ey. Zweite Geschichte. Ich lebe in Hamburg und ich bin vor kurzem umgezogen. Und dann saß ich draußen bei uns auf der Bank, kommt so ein Typ vorbei, setzt sich zu mir, sagt, hey, coole Sneaker. Ich so, ja, danke. Haben wir uns ein bisschen unterhalten. Geht weiter. Dann sehe ich irgendwann ein Spiel vom HSV und denke mir, den Typen kennst du doch. Und habe ich in der Sekunde festgestellt, Robert Glatzel ist mein Nachbar. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen konstruiert ist. Was sagst du? Du sagst es falsch, Max? Ich glaube, es ist falsch. Wäre geil, ist aber falsch, Nico. Gestern saß ich wieder auf der Bank, hat er sich zu mir gesetzt. Nein! Und meinte, nein! Wie war es im Stadion? Und ich so, ja, scheiße, ne? Aber ihr müsst ja noch 2 Siege holen. Ja, ich glaube, das klappt auch. Aber Darmstadt muss was liegen lassen. Nein! Sehr gut. Schöne Grüße von meinem Nachbarn, Robert Latze. Ist das eine starke Story, ey. Wahnsinn, der Backspin bringt Geschichten mit. Jetzt bin ich gespannt auf die dritte. Ich bin ja ein großer Fan von Statistiken. Und habe in meinem Leben quasi sehr viel Zeit damit verbracht, diese Jahressonderhefte immer von A bis Z durchzustudieren. Von den aktuellen Mannschaften der Premier League ist Aston Villa die Mannschaft, die von allen dieser 20 Teams den ersten Meistertitel in England geholt hat. Wow. Also in der Premier League waren sie es auf keinen Fall. Aber boah, wann hat die englische Meisterschaft, keine Ahnung, 1800 noch was begonnen? 1888. 1888, okay. Ich würde fast sagen, nein, weil so gefühlt sind das so ganz alte Teams, die man jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, so die irgendwie jetzt in der Versenkung verschwunden sind. Ich würde sagen, nein, Max. Also ich bin da bei dir. Ich sag, das ist falsch. Vom Gefühl her sage ich, es ist falsch. Es ist irgendwie Brighton oder sowas gewesen. Also nee, wir sagen, es ist falsch. Aston Villa hat den ersten
Meistertitel des Vereins 1894 gewonnen. Boah. Ist damit aber nicht die Mannschaft, die als erste in der Premier League einen Titel gewonnen hat, denn das war Everton 1891. Ja, Everton. Ihr habt Schwein gehabt, krass. Jungs. Wow. Scheiße, ich habe gedacht, ich kriege euch damit. Geil, krass. Geile Geschichten. Da kann ich jetzt wieder nur verlieren. Im Kopf des Gegners heißt unser erstes Spiel. Und einer muss noch seine Geschichten erzählen. Das bin ich. Und ich beginne deutsch und hau die erste Geschichte raus. Und die spielte vergangenes Wochenende in der Bundesliga. Bochum gewinnt in Dortmund. Und die Story 1 ist, Herbert Bockhorn vom VfL Bochum ist nach dem Sieg in Dortmund am Samstag nicht mit zurück nach Bochum gefahren, weil er in Dortmund wohnt und so direkt zu Hause chillen konnte. Richtig oder falsch? Ich muss die typische Daniel Sprügel-Frage stellen. Wer ist Herbert Bockhorn? Ein sehr talentierter Spieler des VfL Bochum und Ex-Dortmunder. Stimmt. Ja, stimmt. Da brauchen wir gar nicht lange rumraten. Wir sagen einfach, das stimmt. Das ist falsch. Ja! Wie bitte? Richtig. Es gibt auch keinen Grund, von Dortmund nach Bochum umzuziehen. Ach, das, hier wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Hat er gemacht und seine Wohnung in Dortmund gibt nicht mehr. Krasse Geschichte, Robby. Also das hätte ich nicht gedacht. Sowas in der Schießbude. Mutig, Robby, mutig. Hast auch recherchiert für. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ich nehme einfach den Punkt gerne mit. Zweite Geschichte. Jetzt wird's persönlicher. 2016 war ich als Storymacher für die Sportschau in Frankreich bei der EM. Und zu Beginn des Turniers war ich an der Loire stationiert, wo einige Teams auch am Start waren. Unter anderem auch die Engländer und die Tschechen. Und aus einer Pressekonferenz mit Tomáš Rosický, ihr wisst ja, Pressekonferenz, jeder Journalist darf eine Frage fragen, entwickelte sich ein 1:1-Gespräch auf Deutsch von 5 Minuten, welches der tschechische Pressesprecher dann irgendwann abgebrochen hat. Was wiederum Tomáš Rosický nicht so toll fand, weil er super happy war, mal wieder Deutsch zu sprechen. Da möchte ich wissen, ist die richtig oder falsch, die Geschichte? Also die Geschichte hört sich für mich gut an, schlüssig, aber Robby kennt man ja, da sitzt dann nicht Tomáš Rosický neben dem Pressesprecher, sondern neben dem Fanbeauftragten und plötzlich ist sie falsch, aber ich würde ansonsten eher zu Ja tendieren. Was denkst du, Nico? Ich würde auch zu Ja tendieren und er sagt dann gleich, es ist falsch, es war Jan Koller. Aber deswegen ja, genau sage so, ich sag trotzdem, stimmt. Ich auch. Ja, es gibt auch Belege dafür, ihr habt recht. Ja. Es gibt einen Beitrag aus dem tschechischen Fernsehen, die darüber berichten, dass Tomáš Rosický mehr Deutsch als Tschechisch in dieser Pressekonferenz gesprochen hat. Und irgendwie habe ich Zeit und Raum vergessen und dachte, ich sitze in einem 1:1-Interview mit ihm. Unfassbar korrekter Typ. Ja, ja, super geiler Typ. Jetzt bei Sparta Prag ja im Vorstand. Aber wir kommen zu Slavia Prag. Geschichte 3. West Ham Sechser Tomáš Souček gilt als Lieblingsspieler von Slavias aktuellem Trainer, Slavia Prag, Trainer Jindřich Trpišovský. Die beiden arbeiteten schon zusammen bei Slavia und davor bei Slovan Liberec. Sie kennen sich aus der gemeinsamen Zeit, aber schon viel länger, wo sie im Prager Nachtleben beide als Kellner gearbeitet haben. Antwort richtig oder falsch? Wenn ich das nächste Mal hier bin, also falls ich irgendwann nochmal eingeladen werde, werde ich diese Geschichten mitbringen und erzählen. Ich habe bei Slavia Prag Fußball geguckt und habe mich ja gewundert, weil der Typ, den ich da verneuen, das war der gleiche Typ, der mir vor 10 Jahren in der Kneipe Bier serviert hat. Oder eine Cola Zero bei mir, genau genommen. Deswegen ist die Geschichte wahr. Ich habe keine Ahnung. Daniel, du sagst auch, okay. Ja, wir sagen ja. Die Geschichte ist falsch. Ja! Ach was! Also, ich dachte, ich lock euch ins Boxhorn, weil ihr die Geschichte um den Trainer kennt, mit der Nachtkneipe, in der er gearbeitet hat. Keiner von uns ist im Fanclub Slavia Prag, deswegen... Oh Mann, ihr packt wieder die Sachen aus, ey. Ja, ich merke schon, hier wird mit unlauteren Mitteln gearbeitet. Hier werden Punkte sich zugeschustert. Das ist ein Skandal. Also wirklich. So, dann mache ich einmal kurz das Ergebnis, Zwischenergebnis. Nico, wir beide haben 2 von 6 Fragen richtig. Das heißt, es ist ein Schießbuden-Score von 33,3%. Robby und Max waren ein Ticken besser. Die haben 4 von 6, was einen Schießbuden-Score von 66,7 macht. Yes. Es ist noch nichts verloren. Weiter geht's. Jawohl. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, muss ich euch alle nochmal an den Tisch bitten. Es fehlt noch eine wichtige Sache, nämlich die Bestrafung. Puh, also ich mach's kurz. Ich meine, das Kreisligaspiel kommt ja sicherlich gleich nochmal auf die Bühne. Da könnt ihr gerne was machen. Ich habe eine Bitte an Robby. Wenn Robby verliert heute,
erwarte ich seinen Instagram-Account einen Tag unter dem Namen Robbie Bubble. Und Max, wenn du verlierst, dann darfst du nächste Folge hier mein Fanboy sein und nach jeder Antwort von mir, die richtig ist, ein überschwängliches Lob aussprechen. Junge, ganz im Ernst. Wow, okay. Wow, wow. Dann unsere Seite. Soll ich anfangen, Robby? Ja, Max, du bist bekannt hier als Punisher, also Punish. Okay, ich Punisher. Pass auf. Das allseits bekannte Kreisliga-Event, was wir planen. Da bist du, Nico, natürlich perfekt für eine bestimmte Rolle, nämlich für die fette Halbzeitshow. Du als Moderator und natürlich mit einem richtig geilen Music-Act. Dürfen wir dich da einplanen? Deutsche Dr. Dre. Solange ich den Music-Act nicht besorgen muss, ja. Aber du sitzt direkt an der Quelle. Ja, Daniel, wie sieht's aus? Hast du Zeit? Oh Gott. Vielleicht können wir ein Mittelding, damit diese armen Menschen, die sich darauf freuen, dass wir ihr Kreisligaspiel übertragen, vielleicht nicht komplett verstört sind, wenn Daniel auftritt. Vielleicht legt Nico einfach auf in der Pause, ne? Oh, das ja. Ist ja noch mehr Bestrafung. Nee, ich moderiere euch von mir aus gerne dann engen Halb. Das kriegen wir auch hin. Müssen wir vielleicht mal über die Möglichkeiten reden, aber ja, besorge ich einen Halbzeit. Wann ist denn das überhaupt? Der Termin steht noch nicht fest. Ich kann es aber jetzt auch sowieso nochmal für die HörerInnen alle erklären. Also, wenn ihr Robby Hunke und den Gamer Brother als Kommentator live vor Ort haben möchtet, ihr wollt, dass Patrick Ittrich euer Spiel pfeift, ihr wollt, dass Daniel Sprügel euren Zeugwart macht und ihr euch das erste Mal richtig als Profi fühlt und ihr wollt eine Bratwurst mit der Keller essen, und jetzt auch, ihr wollt Nico als Dompteur in der Halbzeitshow haben, dann postet einen kreativen Bewerbungsbeitrag, vertaggt uns und wir teilen es und dann seid ihr mit im Lostopf. Und Daniel, für dich die Bestrafung, ich gebe dir jetzt einfach, du bist ja mit Nico im Team, ich gebe dir jetzt einfach Payback, dann bist du nächste Folge mein Fanboy. Das ist, komm, du machst es dir wieder einfach, ne? Nö. Das ist immer das Gleiche mit dir. Auf deinem Elfenbeinturm da drüben in Berlin. Nico, wie sieht's aus? Da ich ja weiß, dass du, Robby, schon ein bisschen Ahnung von Hip-Hop hast, würde ich dich verpflichten, ein Podcast-Interview für Backspin mit einem Künstler meiner Wahl für Backspin zu führen. Wow, das ist ungefähr so, als würde mein Vater ein Fußballinterview machen müssen. Aber ja. Geil, das ist eine große Herausforderung. Machen wir. Sehr geil. Und das Zweite, Maxi, du bist Bayern-Fan, ne? Mhm. Das Konzert kommt ja am Donnerstag raus, ne? Aber wir produzieren ja jetzt am Montag gerade. Das heißt, morgen Dienstag spielt Villarreal. Wenn du verlierst, möchte ich, dass du eine komplette Instagram-Story durchballerst mit Selfie-Videos, in denen du erzählst, wie geil der Fußball von Villarreal gerade wieder gegen Liverpool ist, mit dem sie in der letzten Woche schon dominiert, in der letzten Runde schon dominiert haben. Ja, ist das geil! Da bricht der Benzinger innerlich. Na gut, wir gewinnen sowieso, Robby. Wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Ist das geil. Oh, der Nico hat so eine schöne Bestrafung ausgelotet. Da möchte ich meine Strafe ganz gerne abmildern. Ursprünglich war nämlich der Plan von mir, dass der liebe Nico sich mit HSV-Trikot ins Werder-Bremen-Stadion setzt. Ganz ernsthaft, wenn das, dann wäre ich in der Sekunde aus diesem Podcast ausgestiegen. Es gibt Dinge, die never gonna happen. Never, never. Also es würde mir schon reichen, wenn der liebe Nico sich im Falle einer Niederlage einmal kurz in die Nähe seines Nachbarns Robert Glatzel stellt und einmal nur ruft, einen Satz, nur der HSV. Ich glaube, Robert Glatzel weiß das mit Humor zu nehmen und weiß, dass Nico in dem Moment einfach nur lügt. Muss ich das annehmen? Weil, guck mal, ich war beim Arzt damit. Ich hab so ein anatomisches Problem. Ich kann die Worte nur und HSV nicht in einem Satz sagen. Das funktioniert nicht. Immer wenn ich das sage, kommt da immer ein Nie der HSV dabei raus. Ich kann nichts dagegen machen. So, ich muss dieses scheiß Spiel gewinnen, ne? Absolut. Du musst gewinnen, aber Nico, du kannst dich ja natürlich auch für eine Bestrafung entscheiden. Genau. Ich glaube, damit sind alle Bestrafungen ausgesprochen, oder? Ja gut, wir müssen noch auswählen. Und Robby hat noch keine für mich. Auch da, die ist aber nicht so wild, lieber Daniel. Im Falle einer Niederlage würde ich mir sehr wünschen, dass du in einer der nächsten Folgen als alter Dortmund-Fan, auch wenn es keine große Rivalität ist, im HSV-Trikot moderierst. Im HSV-Trikot? Ja gut, da muss ich erstmal eins beschaffen. Aber das kriegt man hin. Hol ich mir von meiner Schwägerin. Ist auch blau. Passt. Nico, was nimmst du? Halbzeitshow oder nur der HSV?
Halbzeitshow. Sehr weise. Okay, ich kann klar. diesen Satz nicht sagen, es geht nicht, es funktioniert nicht. Gut, Villarreal-Story wird aber nicht passieren, hoffentlich. Robby? Ja, ich würde das Interview nehmen wollen. Oder Interview als Robby Bubble. Auf gar keinen Fall. Das ist dann dein Rappername. Okay, bevor das jetzt noch weiter ausartet, wir sind durch. Wir machen weiter, Robby. Ja, und zwar mit dem zweiten Spiel. Es geht feuchtfröhlich weiter. Ich mag es sehr. Spiel 2. Viralidei. In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Lionel Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nun 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal @die_schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und immer, wenn wir in der Redaktionskonferenz darüber sprechen, was wir bei Viralidei machen, in dem Fall sind es Fußballer und Länder, dachte ich ehrlich gesagt im ersten Moment, wow, da kommt man nie auf etwas. Aber unsere Community, die hat schon abgeliefert. Heute also das Thema Fußballer und Länder. Und da Max und ich gerade ganz knapp dieses erste Spiel gewonnen haben, darf das Team Backspin und Sprügel beginnen. Jo, wir haben 90 Sekunden, Nico. Leg mal los mit deinen Viralidei-Vorschlägen. Was hast du dabei? Kilian Zimbabwe. Das ist gut. Ist der geil. Ja. Hast du noch mehr? Ja, weiter? Oder soll ja, ich noch mach gerne. Ja, Trinidad und Aogo. Scheiße, ist das gut. Ja. Christian Fuchsenburg. Ja. Und Jordi Albanien. Jordi Albanien. Das ist stark. Das sind deine vier? Ja. Ja. Dann mache ich einmal weiter. Also, wir haben Angola Kanté, den Ex-Stuttgarter Schirmer Macau, den Buna Saarland, den nehme ich noch mit auf jeden Fall, Timor Werner und last but not least, und glaube ich, mit dem gehe ich auch, Wayne Cameroni. Ist das stark. Jetzt müsst ihr euch entscheiden für zwei. Ach komm, dann werfe ich noch den Oman Abramovic rein. Nico, also ich will auf jeden Fall Kilian Zimbabwe haben. Den finde ich geil, der ist überragend. In der Community genannt worden. Nimm mal mit, wen fandst du bei meinem einigermaßen okay? Schnell, sag nochmal, der Vorletzte. Wayne Cameroni? Ja, Wayne Cameroni nehmen wir. Also wir loggen ein, Wayne Cameroni bei mir und Kilian Zimbabwe. Nico. Ganz, ganz stark. Benzinger und ich sind dran. Yes. Mach du, starte du. Okay, ich habe Oman Weidenfeller, Juan Malta, Angel Correa, Iran Rakitic, Youssoufa Marokko, Kingsley Oman, Harry Caneman Islands und Saudi Mané. Das ist stark. Ich habe Roman Burkina Faso, Finnland Bartels, Japans Damen, Angel Nordkorea, Mexiko und David Albanien. David Albanien. Zu was tendierst du, Robby, bei dir? Bei mir tendiere ich zu Angel Nordkorea, aber den kennt wieder keiner, die Atletico-Spieler, deswegen würde ich sagen Mexiko, oder? Ja, dann lass Mexiko nehmen und Iran Irakitic. Fällt mir da jetzt gerade noch ein. Dann haben wir zwei Namen drin. Mhm. Okay. Oder Saudi Mané. Nee, lass Saudi Mané nehmen. Ja. Eingeloggt. Ja. Also, auch hier loggt ein. Das heißt, während jetzt ihr das Ganze postet, werde ich einmal die Community-Vorschläge vorlesen. Wir machen mal die kleine Weltrundfahrt und fangen an mit Georgien Best. Geil. Von Gulgi 1992, bei Eintracht Frankfurt spielt Daichi Kanada, das war der Greif, der uns das eingeschickt hat. Der ist stark. Bei Borussia Mönchengladbach und hoffentlich auch hier im Podcast spielt irgendwann mal Chris Krammerun.
Marco Lesker. Danke für den Vorschlag. Geil. Marco Lesker hat auch wieder geliefert. Der hat letzte Woche schon 40 Vorschläge eingereicht. Heute hat er unter anderem mit dabei den Türkei Havertz. Der darf nicht fehlen. Daniel Guatemalen. Und das wird das Herz brechen bei euch, Carsten Srijanka. Der ist gut. Der ist schön. Ja, abschließen möchte ich mit dem Florian Niederländer von Vincent Kramer 1994. Und Luki der Lappen hat uns Juan Malta eingesendet. Und einer bekommt einen Sonderpreis von mir diese Woche. Ganz einfach, Marco, der kommt von dir, weil der ist einfach die Meta-Ebene unter den Viralidei-Einsendungen. Rüdiger Kaufland. Geil. Meta und gleichzeitig plump. Alle Achtung. Ja, der ist gut. So, wir kommen zu unserem dritten Spiel. Ihr wisst ja, das ist mein persönliches Lieblingsspiel in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußballmanager. Spiel 3. Die Top 11. Im Vorfeld an den letzten Bundesligaspieltag hatte jeder Spieler die Aufgabe, seine persönliche Top 11 aufzustellen. Gemeinsam mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga, legen wir nun schonungslos offen, wer richtig abgesahnt und wer völlig versagt hat. Die jeweils punktbeste 11 pro Team wird gewertet. Der Schießbudenscore orientiert sich dabei an der Höchstpunktzahl der Spitch Top 11 des Spieltags. Na dann mal los! Erstmal vorweg, wenn ihr gegen uns spielen möchtet, klickt auf den Link in den Shownotes, dann könnt ihr gegen uns in der Schießbudengruppe antreten. Ein paar sind schon dabei von euch und das heißt, es sind sehr, sehr viele Menschen, die besser abgeschnitten haben als ich. Das nur mal als Spoiler vorweg. Spitch haut ja oder stellt uns netterweise immer zur Verfügung die Ultimate Spitch Mannschaft des Wochenendes. Und das finde ich total krass, denn da war nämlich im Tor Riemann vom VfL Bochum und das, obwohl er 3 Gegentore bekommen hat. Super, super spannend. Haaland war natürlich dabei. Modest gefühlt wie immer, auch mit Marc Uth. Insgesamt konnte man 6.159 Punkte erreichen, von denen ich ganz weit weg bin. Denn ich habe es geschafft, von uns 4 Menschen, die jetzt hier gerade in dem Podcast sind, letzter zu werden. Und ich weiß nicht, was mit meinem Gehirn los ist. Ich wollte nämlich eigentlich Grüße gehen raus an den netten Jan Thielmann vom 1. FC Köln. Ich wollte mich eigentlich für ihn entscheiden, hab aber warum auch immer ihn nicht aufgestellt, sondern statt ihm Kingsley Coman vom FC Bayern. Mm. Mit schönen 0 Punkten. Dafür hatte ich Johnny Bigut, Johnny Burkhardt drin als Mittelstürmer. Freiburg funktioniert immer. Also ich bin auf jeden Fall schon mal unten drin und ich bin froh, dass ich mit dem lieben Max Bensinger in dem Fall im Team bin. Dazu gleich. Nico hat auf jeden Fall, was die Moderatoren oder die 4 Menschen, die hier im Podcast sind, hat er den vorletzten Platz erreicht. Zweiter von uns Moderatoren ist der liebe Daniel Sprügel geworden. Immerhin. Und Sieger, Leute, Sieger. Und zwar, es gibt ja schon ein paar Menschen, die auf den Link in den Shownotes geklickt haben. Deswegen spielen wir nicht alleine, sondern sind mit vielen Schießbuden-Fans da gemeinsam. Und ich weiß gar nicht, ob es das schon mal in der Schießbuden-Geschichte gegeben hat. Normalerweise werden wir 3 Moderatoren niemals Gesamterster. Aber Max Bensinger alias Benzema 912 hat die komplette Schießbudengruppe gewonnen. Yes! Unfassbar, unfassbar stark. Ist natürlich damit auch bester Moderator geworden. Hat Marc Uth aufgestellt, hat Haaland aufgestellt, hat Ortega ins Tor gepackt, hat Nilsson in die Innenverteidigung gesetzt, hat wahnsinnig viele Punkte gemacht. Respekt, lieber Benzema 912. Max, 4.151 Punkte. Und jetzt komme ich wieder zu meinem vorgestellten Satz vorhin. Ich bin unglaublich froh, mit Max Bensinger zu spielen. Denn dank Max Bensinger haben Robby und Max 67,4% Schießbudenscore erreicht. Und Nico und Daniel 40,3%. Das heißt, dieses Spiel, die Spitch Top 11, haben Max und ich gewonnen, dank eines überragenden Max Bensinger. Merci, merci. Ja, aber da war sie wieder, die Ignoranz und die Arroganz von Max, das Ding da abzusegeln. Muss ich sagen, hat er gut gemacht. Ich hätte noch gedacht, dass er sagt, ja, ich hätte noch Amos Pieper, der hat 0 Punkte und doch. Und das sind die Einserschüler, die dann sagen, oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl nach der Arbeit. Und dann ja, kommt die 1+.
Nico, wir verlosen unter allen Hörern ja auch immer einen persönlichen Gewinn des Gastes. Was hast du denn der Schießbuden-Community mitgebracht? Als Inhaber der Marke Backspin und damit dem ältesten Hip-Hop-Magazin, noch aktiven Hip-Hop-Magazin in Deutschland, dass die Älteren unter euch werden sich erinnern, auch mal in Printform, also Papier, das ist das, wo man auf Papier etwas druckt, herausgekommen ist. Das haben wir 6 Jahre lang nicht gemacht, weil wir 2016 das Heft offiziell eingestellt haben. Aber im Rahmen einer Serie, die sich ein bisschen mit dem Hip-Hop dreht, die heißt Almost Fly, haben wir ein Heft gemacht. Und das gibt es aber nicht zu kaufen, sondern das haben wir lediglich mit so 2 Partnern so zur besonderen Aktion. Du kannst das irgendwie, dann da, wenn du was bestellst und so, kriegst du das gratis dazu, aber du kriegst das nicht so. Und deshalb habe ich gedacht, schicke ich euch mal 3 Stück davon und das könnt ihr dann an die Community geben. Geil. Richtig wow. Geil. Und dann wahrscheinlich Hammer. Auch auf jeden Fall eine Muss-Lektüre für Robbie, wenn er in deinem Podcast einen Rapper interviewen muss. Das muss er auf jeden Fall vorgelesen haben, sonst wird's eins. Sehr gut. Stand jetzt übrigens, nach dem 3. Spiel, haben wir folgende Schießbuden-Scores. Nico und Daniel mit 36,8% und Robbie und Max 67%. Das heißt, der liebe Nico und Daniel müssen noch ein bisschen liefern. Das können sie jetzt tun bei Spiel 4. Spiel 4. Edeljoker. Kommen wir zum Nils Petersen unter den Schießbuden-Spielen. Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen Top-5-Rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel die 5 Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit muss das gegnerische Team mit 5 Tipps möglichst viele Treffer landen. So, Spiel 4 steht vor der Tür. Dafür kann jeder von uns eine Sprachnachricht abfeuern von einem Joker, von dem die anderen nichts wissen. Es gab in diesem Fall am heutigen Tage große Probleme. Normalerweise können wir uns vor Edeljoker nicht retten. Aber Daniel Sprügel ist der Top-Joker abgesprungen und mir aus Katergründen ebenfalls. Wir mussten beide umdisponieren. Da Daniel und Nico wieder beginnen dürfen, würde ich sagen, Daniel, fang du doch einfach mal an, wenn du mittlerweile einen bekommen hast. Das Schlimme ist, ich habe sogar 2 bekommen und zwar hochkarätige, aber zu denen kommen wir gleich. Nico, ich würde dir die Bühne überlassen. Du darfst mit deinem Edeljoker loslegen. Meiner ist Werder-Fan und heißt Johannes Strate. Oh! Nice. Und den habe ich gefragt, was denn seiner Meinung nach in der Geschichte des größten Fußballclubs der Welt die wichtigsten Spieler des SV Werder Bremen waren. Wow. 90 Sekunden ab jetzt. Für mich Johann Miku. Ja. Safe. Miro Klose. Mhm. Mirko Rutava. Boah, ja. Dieter Eils. Ja. Windenrufer. Boah. Vielleicht noch irgendjemand aus der Meistermannschaft. Ich weiß nicht, Ailton oder Baumann oder Reinke. Mhm. Wiese. Nee, Wiese wahrscheinlich eher nicht. Fußballgott. Ernst schreiben. Haben wir da noch. Borowski, Ernst. Was meinst du? Also ich schreibe auf Klose, ja? Mhm. Miku. Ja. Eils? Eils würde ich auch mit reinpacken. Basler? Basler? Was sagst du zu Rutava? Weiß nicht, ob das... Kommt drauf an, wie alt... Ja, ja. Wie weit er da in die Geschichte geht. Ivan Klasnic fällt mir noch ein. Mesut, so weit geht's nicht, ne? Diego, Mesut. Wie viele brauchen wir noch? 10 Sekunden haben wir noch. 5 Stück, Diego. Danach können wir uns ja festlegen. Alt, Rutava, Basler. Also, wir müssen uns festlegen. Ja. Klose, Miku, Eils, dann sagen wir noch Ailton und Rutava? Dann hau den Rutava raus, ja. Okay, Klose, Miku, Eils, Rutava, Ailton. Also für mich persönlich ist eine Liste ohne Andy Herzog bei Werder Bremen nicht vollständig. Aber wir hören mal rein, was der Edeljoker von Nico gesagt hat. Wir hören jetzt Johannes Strate. Also, ich bin ja Kind der 80er Jahre, deswegen fange ich mal an. Nummer 1, Rune Bratzit. Damals gab es ja noch die Position des Libero und Rune hat einfach alles abgeräumt vor der Abwehr und hat einfach alles klargeschossen und deswegen waren wir in den 80ern auch so erfolgreich. Deswegen Rune Bratzit. Dann kamen die 90er und für mich waren es da einfach 2, die mich sehr geprägt haben. Das ist Winton Rufer, also Kiwi natürlich, und Marco Bode. Marco Bode einfach, weil er so ein
besonnener, guter Typ war, Nationalspieler, einfach sehr klug und durchdacht und einfach für einen Fußballer eher ein ungewöhnlicher Typ, und Wynton Rufer einfach ein saucooler Typ. So, das waren 2, 3. Dann, ich meine, wir hatten viele geniale Leute da, von Özil über Diego, aber ich fand, Johan Miku war einfach immer so das größte Genie, was wir da hatten. Der hat einfach für uns eine neue Zeitwende eingeleitet. Jetzt kann man natürlich Özil und Diego kurz überspringen, obwohl diese natürlich beide genial sind. Und ich möchte jetzt sagen, es sind aktuell Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch. Denn wenn die beiden Jungs in den nächsten beiden Spielen einfach treffen, und das massiv, dann haben wir einfach die große Chance, wieder in die erste Liga aufzusteigen. Und das wird dann eben das nächste große Zeitalter einläuten. Deswegen möchte ich diese beiden jetzt mal mit reinnehmen. Johannes Strate hat mich gebrochen. Ja, mich auch. Aber das Weh auf dem Trikot. Die Meisterschale glänzt noch. Ja, sind 6, aber die gelten als Doppelpack. Ja. Das war sogar noch einfacher für euch. Ja, genau. Also ich hatte die einen von beiden, hatte die recht gehabt. Die hässlichen Vögel. Wow. Ja. Kann das sein, dass wir nur Miku hatten, lieber Max? Ja, das kann Schalalala. Sein. Sehr geil, Nico. Wir Miku. Haben noch über Wynton Rufer gesprochen. Oh Mann. Dann Max, come on, was hast du? Ja, ich habe Marcel Neuer, ehemals Schiedsrichterbetreuer bei S04, heute Referent beim DFB und ja, auch Bruder von Manuel Neuer. Heute hier bei uns aber glühender Schalke-Fan, gefragt nach den Top 5 S04-Innenverteidigern der letzten 20 Jahre. Timer läuft. Ich schreibe mal mit. Mladen Krstajic. Ja, Naldo. Thomas Heito. Ja. Was ist mit Bordon? Auch gut. Alter, das wird schon schwer. Ich weiß überhaupt nicht, wer da Innenverteidigung, den hatte ich schon. Aber ich weiß nicht, wer da Innenverteidigung gespielt hat. Also Krstajic, Heito, Bordon, Naldo. Martip. Ist der Innenverteidigung? Letzte 20 Jahre. Salif Sané. Boah. Da merkst du mal, wie egal mir Schalker Innenverteidiger sind. Ja. Und vorbei. Lass uns einloggen. Ja. Also Krstajic, Heito, Bordon, Naldo. Und jetzt ist die Frage, wollen wir noch Martip oder einer von den Holländern? Dann nehmen wir Martip. Also Krstajic, Heito, Bordon, Naldo, Martip. Dann hören wir mal rein, was denn der Marcel Neuer gesagt hat. Glück auf in die Runde. Meine Top 5 der besten Innenverteidiger des glorreichen FC Schalke 04 aus den letzten 20 Jahren sind Marcelo Bordon, Joel Martip, Benedikt Höwedes, Mladen Krstajic und Naldo. Glück auf. Come on, Nico. Wow. Wir hätten... Oh. Das wären bei einer 5 von 5 gewesen, ja. Krass. Alter. Wir haben 4 von 5. Das katapultiert uns nach vorne im Schießbund. Es war zu einfach. Ich kotze. Apropos einfach. Ich habe auch eine einfache Liste dabei. Und eigentlich dachte ich, Nico, dass wir nicht im Team spielen. Da war ich optimistisch, dass das nicht klappt. Umso schöner, dass es geklappt hat. Ich fühle mich sehr wohl bei dir im Team und du bei mir hoffentlich auch. Ja, selbstverständlich. Wir brauchen noch einen Rappernamen für dich. Ich habe unseren lieben Freund, den Christoph Ikedomisch, gefragt. RAN Netman und Redakteur bei RAN. Welche 5 Spieler der aktuellen Bundesliga-Saison könnten auch in der NFL spielen? Starke Frage. Goretzka? Lieber Max? Mhm. Denk aber. Als was denn? Ja, reden wir gleich drüber. aber nicht nur massig denken, vielleicht auch die Schnellen. Mhm. Ein Wide Receiver oder sowas. Wer ist denn besonders schnell? Fonzie. Fonzie Davis. Ja, Davis. Dann, wer ist denn noch richtig wuchtig? Wer könnte so. Axel Kruse spielt nicht mehr, ne? wir müssen schnell ein paar Namen droppen. Goretzka. Goretzka, Fonzie. Neuer? Guckst nicht wie Football, ne? irgendwie vielleicht Kimmich als Kicker oder so. wer ist noch richtig schnell? Adli, aber das sagt er nicht. Wer ist denn noch auffällig durch seine Physis? Lewandowski. Aber wer ist besonders groß? Wer sind die Größten in der Bundesliga? Komm, schnell. Irgendwelche Innenverteidiger. Fuck. Ich bin ja nach Süle, wie vor bei Süle, Neuer. Süle. Und wen nehmen wir noch?
Ah, fuck! Robby, was war los mit dir, Junge? Ja, das ist wirklich ein klassisches Blackout. Ey, wow, einfach so 60 Sekunden immer so, Neuer. Wie wär's mit Neuer? Ey, klassisches Neuer vielleicht? Blatt vorm Kopf. Oh Mann, ey. Ich brauch 5 Namen. Also Süle, Fonsi, Goretzka. Goretzka, Kimmich und wen haben wir überhaupt sonst noch genannt? Adli und Levi, aber dann nehmen wir Levi, ja. Ja, würde ich sagen. Oh Gott. Ist das schwach. Nico, ich bin auf deine Top 5 gespannt. Ja, Niklas Süle hätte ich auch gedacht, weil er schnell und bullig ist. Goretzka ist nicht so schnell, der wäre also von der Position her und ist zu schwach für die Deal- oder O-Line. Ihr habt auf jeden Fall Running Back Erling Haaland vergessen. Alfonso Davis, sehr guter Wide Receiver auf den Außen und dann ist es halt so. Ich sag mal so, Icke hat auf jeden Fall einen Franchise-Quarterback ausgewählt. Den hätte ich auch nicht genommen. Oh, lass mal schauen, wen er hat. Ich spiele einmal ein. Grüße euch, ihr beiden. Hi, Icke Domisch hier. Die 1, eigentlich ist er ein NFL-Spieler, sind wir ehrlich, oder? Erling Haaland. Dieser Körper gehört nicht nur auf ein Fußball, sondern auch auf ein Footballfeld. 1,95 groß, vermutlich 100 Kilo. Der Mann, der perfekte Wide Receiver. Hat Maße wie die Großen in der Liga und also in der NFL, in der Liga. Und deshalb, den könnte ich mir da sofort vorstellen. Wegen der Körperlichkeit als Nächste mir sofort in Sinne kommen, ist Leon Goretzka. Der ist auch fast 1,90, unfassbar ripped, unfassbar kräftig und weiß auch, wo man hingehen muss, dass es wehtut. Deshalb würde ich sagen, Mittel-Linebacker, vielleicht sogar Pass-Rusher, Leon Goretzka, der perfekte Mann dafür. Auch wichtig sind Passverteidiger. Deshalb, da sind mir zwei in Sinne gekommen, Verteidiger, David Raum, Alfonso Davis. Unfassbar schnell, ballgewandt sind sie im Fußball, auch mit dem Drang nach vorne. Und ich glaube deshalb als Passverteidiger in der NFL genau richtig, weil die antizipieren, wo der Ball hinkommen könnte. Die sind in der Lage, auch mal eine Interception zu greifen. Schnell sind sie alle mal. Ich glaube, die beiden würde ich da auf jeden Fall sehen. So, und dann gibt es natürlich noch die Königsposition, den Quarterback. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil auch da die Körperlichkeit natürlich wichtig ist. Quarterbacks eigentlich über 1,90 groß. Joshua Kimmich, Florian Wirtz, wenn er fit ist, Christopher Nkunku, die sind alle nicht mal 1,80. Deshalb kann es eigentlich nur Thomas Müller sein, als Quarterback, der groß ist, Vorlagengeber ist, aber auch, sag mal selber, ein bisschen Drang zum Tor hat, was dann bedeuten würde, er könnte laufen in der NFL. Also der perfekte Dual-Threat-Quarterback. Deshalb Thomas Müller, die 1A, als 1B muss ich einfach Joshua Kimmich nennen, einfach weil der Quarterback natürlich in der NFL beide Systeme eigentlich lesen muss, sowohl die Offensive als auch die Defensive. Und Kimmich ist da eigentlich schon prädestiniert für, wenn er 5 cm größer wäre. Naja, könnt ihr nochmal drüber schnacken. Liebe Grüße und bis dann. Ciao. Überragend. Ja. 2 von 5, oder? Ja, 2 von 5. Geile Auswahl. Also sehr stimmig auf jeden Fall, muss man sagen. Wow, Müller würde ich wirklich im Leben nicht drauf gekommen, ne? Nee. Ja, also, und das war richtig schlau, weil das ist so der Tom Brady, wäre das so in Runde 6 gepickt und keiner will ihn haben und am Ende hat er 11 Meisterschaften. Der Raumdeuter. Ja. Ike, vielen lieben Dank. Auch danke, dass du deine 5-minütige Sprachnachricht noch auf 2 gekürzt hast. Sonst könnte man alles länger da sitzen. Aber allein, mit welcher Liebe er das ausführt und argumentiert, Robby würde sagen, ich lieb's. Ich lieb's, ja. Ike, bester Mann. Absolut. Grüße geht raus. Wirklich große Icke-Love. Apropos Love, ich wollte eigentlich, und ich habe bis eine halbe Stunde vor Aufnahme des Podcasts drauf gesetzt, dass er doch noch aufwacht. Ich wollte, weil Nico da ist, einen Rapper mitbringen als Edeljoker. Dümarok hat es leider nicht geschafft. Hätte ich dir vorher sagen können. Liebe Grüße. Oh Gott, er wollte es sogar gestern noch schicken. Ich hatte bis kurz vor der Aufnahme drauf gehofft. Und deswegen habe ich etwas getan, was ich sonst niemals tun würde. Ich habe meine Freundin geweckt, die heute mein Edeljoker ist. Kurz zum Hintergrund, sie ist Kindertagespflegeperson, sprich Tagesmutter und daher sehr kinderaffin. Sie hat nicht sehr viel Ahnung von Fußball, aber ich habe sie gefragt, das ist für euch insofern wichtig, Daniel und Nico, weil sie kennt wirklich nur absolute Basic-Fußballer, also jetzt müsst ihr nicht gleich mit Zweitliga-Fußballern kommen. Auch das zur Hilfe für euch, es sind 3 deutsche und 2 internationale, relativ bekannte Fußballer. Ich habe sie gefragt,
aus Ihrer Sicht, weil Sie sehr kinderaffin ist, was sind denn aus Ihrer Sicht die 5 Fußballer, die die süßesten Väter sind, was man so weiß? Und ich würde sagen, also das Pelé ist ja auf jeden Fall aus der Not geborene Frage, sein Vater, was du da gerade hier präsentierst. Das finde ich großartig. Also, Timer läuft ab jetzt. Also, was hast du gesagt, Nico? Ich auf jeden Fall Messi, auf jeden Fall Ronaldo. Den nehme ich auch. Manuel Neuer kennt sie aus der Werbung. Hat er Kinder? Das ist so ein netter, smarter. Nein, aber das ist so ein netter Typ aus der Werbung. Wir müssen ja Basiswissen abfragen. Ja, wen kennt sie denn überhaupt? Dann musst du den Hummels nehmen. So oft wie er mit Ludwig in der Bunte und Gala steht. Dann ja, auf jeden Fall dann auch Hummels, ja. Dann wäre ich auch, obwohl Aogo, das ist immer Ina, die mit den Kindern rum, die Kinder immer in die Kamera hält. Robby, hast du noch Vornamen für uns, das noch einfach ist? Okay, wir brauchen noch einen, ne? Ja. Also die 4 würde ich schon safe alle einloggen. Neuer, bist du sicher? Ist der so kinderaffin? Einfach nur, weil sie aus der Werbung kleine Hilfe, es geht nicht nur um Aktive, ne? Auch um ehemalige. Ich würde ja Diekmeier nehmen, aber Diekmeier ist ja Zweitliga, passt nicht. Den kennt man, den kennst du nicht. Wir reden hier von, wer saß schon mal bei Pro7 in einer Quizshow? Dann lass mal aktuelle nehmen. Ich nehme noch Thomas Müller. Kimmich hat, glaube ich, 3 Kinder. Die sind alle aktuell, wir brauchen jetzt. Wir brauchen irgendwas nicht Aktuelles. Rudi Völler. Keine Ahnung. Wer kennt ihn nicht als liebevollen Familien-Daddy? Ja, Jogi Löw, ne? Lukas Podolski. Lukas Podolski. Ja, da sind sie. Die 5 blocken wir ein. Also, wir sagen CR7, Messi, Hummels, Poldi und. Ich bin immer noch für Milchschnitt Manuel Neuer. Dann nehmen wir den Milchschnitt Manuel Neuer. Ich würde sagen, Robby, dann weck mir mal den Knopf hier auf meinem Board und mal gucken, was deine Freundin sagt. David Beckham, ohne Frage, ist einfach so. Toni Kroos sieht man in der Doku gut, die habe ich mit Robby geschaut. Michael Ballack, weiß ich noch, hat als einer der Ersten den Namen seines Sohnes in den Schuh gestickt. Dumm, ja. Cristiano Ronaldo wirkt zumindest so, als würde er sich kümmern. Und Lukas Podolski, der offensichtlich eine sehr enge Bindung zu seinen Kindern hat und sich herzallerliebst kümmert. Wow, und ich bin übrigens wieder da, Leute. Ich hoffe, ihr habt Lillys Sprachnachricht gut überstanden. In dem Moment, wo ihre Sprachnachricht abgespielt wird, räumt sie im Hintergrund auf, im Schlafzimmer, kommt mit einer Kiste an die Mehrfachsteckdose und macht dadurch das Internet und den Strom aus. Und deswegen habe ich eure Reaction nicht gehört, aber ihr wart ganz gut. Ja, das Karma schlägt zu. So auch wir. Nico, wir beide waren das Karma eben, haben 6 von 10 Punkten erreicht. Das kann sogar Robby und Max ausrechnen. Das sind 60% im Schießbudenscore. Ihr habt 3 von 10 Trommelwirbel. 30% heißt nach dem Spiel Edeljoker liegen weiterhin Robby und Max in Führung mit nur noch 54,7%. Dicht gefolgt von uns Nico und Daniel mit 44,5%. Das wird eng. Wow, damit haben wir vor dem letzten Spiel eine sehr, sehr tighte Tabellenkonstellation. Unser letztes Spiel, das wollen wir jetzt machen. Spiel 5. Nah dran, knapp daneben ist auch vorbei. Jeder Spieler hat im Vorfeld eine Schätzfrage vorbereitet. Zum Beispiel, wie ist die Höchstgeschwindigkeit von Erling Haaland? Innerhalb von 60 Sekunden versucht das gegnerische Team, die Frage möglichst genau zu beantworten. Möge das bessere Team gewinnen. Also eine klassische Schätzfrage. Es ist noch alles drin heute. Und da Max Bensinger und ich eben unterlegen waren im Edeljoker, dürfen wir beginnen. Max, was hast du mitgebracht? Ich habe eine sehr einfache Frage mitgebracht. Der FC Bayern bediente sich laut Statistik seit 1960 am meisten beim FC Schalke 04, wenn es um Transfers ging. Und ich will von euch wissen, wie viele Spieler hat der FC Bayern von S04 seit 1960 transferiert? Seit 1960, das sind schon mal 60 Jahre. So viel haben wir schon mal. Ist es einer pro Saison Maximum? Also ich würde wahrscheinlich nicht über 50 Spieler gehen. Was denkst du, Nico? Ich wäre so spontan bei 25 Spielern gewesen. Eher weiter unten? Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du von einem Verein jedes Jahr einen Spieler holst, dann... Und vor allem nicht bei Schalke 04, dann
bricht dir der Verein irgendwann das Genick, dann fahren die alle Gelsen, die fahren mit 10.000 Leuten nach Sandhausen, um die Bratwurst wegzufuttern, dann fahren die auch mit 30.000 Leuten nach München und brennen dir die Säbener Straße ab. Also ja, jetzt wo du sagst, ich glaube nicht zu viele. Könnte sogar ein bisschen weniger sein. Ja, weil in den letzten 20 Jahren... Neuer Rudi. 10 Sekunden noch. Ich würde einfach mal 15 in die Runde werfen. Ich würde 25 sagen, aber na mal mit 20. Dann wir einigen uns bei 20. Okay. Es sind 11. Boah, scheiße, du hast recht. Ich habe gehofft, dass sie noch höher geht. Krass. Ich dachte, das ist eigentlich, ich finde das eine ganz nette Statistik. Nur 11. Und in Dortmund regen sie sich auf, ne? Ich wollte es gerade sagen, die Statistik habe ich natürlich auch rausgesucht. Es sind 5 von Dortmund. Dann mache ich mal weiter mit meinem nah dran. Und zwar habe ich eine Frage an euch, Max. Felix Magath, der ist ja bekannt dafür, dass er gerne Spieler verpflichtet. Sehr viele Spieler verpflichtet. Die Frage ist, wie hoch sind denn die Transferausgaben von Felix Magath in seiner gesamten Karriere? Boah. Hoch. Witzig, ich war mal in einer Eurosport-Talkshow. Da haben wir genau diese Grafik im Hintergrund. Ich war Gast, Anna Kraft hat moderiert. Und oh, ja. Ich erinnere mich noch, dass diese Statistik da stand und die war falsch. und Magath hat hart gepöbelt. Aber dann wird das trotzdem die Zahl sein wahrscheinlich. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, es war 2017. Och, Robby, also du hast gar keine Zahl. Dann haben wir jetzt gerade 30, ich wollte nur eine 30 Sekunden. Erzählen. Toll, super, ganz stark. Lass uns mal bitte schnell rechnen dann. Ja. Magath hat, glaube ich, sein 500. Bundesligaspiel vor einer Woche oder so gehabt. Holt oft Quatsch. Aber auch oft ablösefrei. Ja, ist aber, genau, es ist gar nicht so teuer oft, was er da so einkauft. Ich würde sagen... Das ist ärgerlich. Schade. Hä, wir dürfen doch noch sagen... Schade, das sind 0%, richtig nach Rechnung sind 0%. Nein, wir dürfen doch jetzt noch eine Zahl sagen, oder nicht? Es ist doch, wozu gibt es denn diesen Buzzer? Ja. Bei einer Top 5 geht es darum, Sachen zu nennen, um die dann einzuloggen. Aber wenn wir haben jetzt eine Beratungszeit gehabt, wir hauen ja nicht 5 Zahlen raus oder ja, sowas. Ja, aber ihr habt jetzt die ganze Zeit nachgedacht. Also ihr habt ja keine Zahl genannt. Ach Leute. Ja, Max, komm, dann sag deine Zahl. 55 Millionen. Gut. Ich bin so schlecht in Zahlen. Also, ihr lockt 55 Millionen ein. Das ist schon sehr Milliarden. Dankbar von uns, dass wir euch da mit reinnehmen. Das stimmt. Möchte ich an der Stelle auch betonen. ich möchte den Dreisatz mal von hinten aufrollen. Felix Magath hat in seiner Karriere 291 Spieler verpflichtet. Aber die Tendenz von Robby war schon mal richtig. Nur 110 davon mit Ablöse. Der teuerste Spieler, den er gekauft hat, war Graziano Pelle beim FC Fulham damals. Für 15,25 Millionen. Gar nicht mal so viel. Ich dachte eigentlich viel mehr. Er hat eine durchschnittliche Ablöse pro Spieler von 2,83 Millionen und hat insgesamt für 312 Millionen Euro Spieler verpflichtet. Oh, wow. Ich hätte 250 Millionen getippt. Dazu übrigens noch eine Anekdote. Kein Scheiß, das hat mir Luis Holtby erzählt. Graziano Pelle hat sich in den Vertrag schreiben lassen, dass er die Vorbereitung bei Magath nicht machen muss. Robby, du darfst. Ja, ich habe auch wieder was Einfaches mitgebracht. Oh, die kommen ran, Menzinger. Wie viele Fouls hat Anthony Modest diese Saison begangen? Boah. Also ich glaube nicht so viele. Du machst 30 Spiele. Gut, das ist schon Stürmer und da gibt es vorne auch Zweikämpfe, aber 1,125 Fouls pro Spiel vielleicht. So, da hast du mal ein Spiel ein bisschen 30 mehr. Fouls, der ist oder? Ja eher ein... Ja, so 35, vielleicht sind es auch nur 25. 25, 30. Aber mehr auf gar keinen Fall. Was macht denn der die ganze Zeit? Der steht auf dem Platz rum, wie Falschgeld. Summt im Hinterkopf leise vor sich hin, trifft auf jedem Schützen fest, Modest. Und dann geht er in die Mitte, köpft ihn rein und dann steht es 1-0. Ich würde sagen, so, das 30. ist sein Job. Was denkst du? Auf jeden Fall drunter. Ich habe die 25 vorhin gesagt. Aber du hast recht, 30. Boah, jetzt schiebst du mir den Stiefel in die Schuhe, wenn der schlecht ist. Boah, der Backspin also ihr sagt, ist echt was sagt aber der? Wir nehmen 30, ja. 30. Also dann wäre das so im Schnitt ein Foul pro Spiel, oder was? Ja. Das ist zu wenig, oder, Robby? Der Mann, der den ersten FC Köln in die Champions League schießen wird, hat diese Saison 33 Fouls begangen. Nicht dein Ernst! Yes! Ah, hinten kackt die Ente. Alter, kommt ihr da im ganz großen Stile. Das ist so Villarreal in der Allianz Arena. 89. Minute, langer Ball.
Zack. Wow. Ach, geil. Nenn mich den Emery dieses Podcasts, den ihr hier macht. Weil ich muss an der Stelle sagen, ich habe ja nichts davon richtig getippt, aber ich habe Daniel dahin geschoben. Ich habe ihm gesagt, pass ihn in die Mitte. Da steht einer, der macht ihn rein. Zack. Modest, zack. 97,5% oder boah, was? Boah, ist das eine Scheiße. Mann, ey. Boah. Ich bin erleichtert. Was ist denn los? Das möchte ich hier generell mal sagen. Nico Backspin hat, glaube ich, alle Spiele in diesem Podcast besser verstanden, als wir alle drei Moderatoren zusammen. Darf ich dann noch erzählen, wie viel Vorbereitungszeit ich dafür hatte? ist alles ist autodidaktisch, live im Format quasi. Wow. Aber ich erzähle meine Schätzfrage. Bevor Anthony Modest den 1. FC Köln in die Champions League schießt, hat Maxi Eggestein, die Werder-Legende, für den SC Freiburg da schon mindestens 6 Spiele gemacht. Und das aufgrund seiner großartigen Qualitäten. Und dieses sind eigentlich hauptsächlich eine, Rennen. Und ich möchte von euch wissen, wie viele Kilometer ist Maxi Eggestein Stand heute in der Bundesliga, diese Saison, für den SC Freiburg gelaufen? Wie viele Kilometer rennt man so? Junge, also das ist du unfassbar. Rennst irgendwas zwischen 8 und 10 oder manchmal auch 11 Kilometer im Spiel. Mhm. Der hat, glaube ich, relativ viel gespielt. Aber, also ich würde mal sagen, so 30 Spiele ungefähr. Ich weiß aber nicht, ob er da von Anfang an immer Stamm war. Also sind wir da ungefähr bei 300 und dann würde ich da nochmal ein bisschen runtergehen von. So 270 oder sowas, 270 Kilometer. Nicht sogar mehr? So 900? Was? Nein! Nein, 270 Kilometer, würde ich sagen. Der hat 30 Spiele ungefähr gemacht, ja, oder 29? Stimmt. Ja, hast du recht. Ich habe mich gerade total verrechnet. Ich sag 270, oder Robby? Sagen wir 270. Ja, ich habe Angst. Ich auch. Das sind die Momente, in denen dann im Paralleluniversum in der 92. Minute Thomas Müller das Ding durchsteckt auf Robert Lewandowski, der dann in 29 Spielen in 2036 Minuten zurückgelegt hat, 11,66 Kilometer pro Spiel, was insgesamt 264 Kilometer macht. Ja! Oh! Bam! Was laber ich für einen Dreck? Wie komme ich denn auf 900 Kilometer, Alter? Ich möchte, dass du dich mehr durchsetzt in diesem Format hier. Das gefällt mir nicht. Absolut. Ey, Herr Bratke, mein Mathelehrer, wusste es schon immer, hat immer schon gesagt, Hunke, pass auf, wir machen einen Deal, du kriegst eine 4 in Mathe, dafür kommst du nicht mehr in meinen Unterricht und gehst mir nicht auf die Nüsse. Jetzt ist es wirklich ein richtig enges Ding, ne? Also, pass auf, Nico, bevor wir zur Ergebnisdurchsage kommen, haben wir ja immer noch ein paar kurze Fragen, ein paar persönliche Fragen an dich. Du springst ja zwischen zwei Welten hin und her. Was ist mehr Fake oder dreh's meinetwegen auch positiv? Was ist mehr real? Die Fußballer oder die Rapper-Bubble? Boah, ich glaube schon die Rapper-Bubble, weil das noch ein klar, also das lernt, Business wird gelernt, aber es ist noch eine gewisse Naivität manchmal drin und es ist halt auch vollkommen authentisch an vielen Punkten. Und ich glaube, im Fußball sind auch drumherum zu viele Profis unterwegs, die ganz genau wissen, warum sie Dinge machen, wie sie machen. Und dann auch vielleicht über den zweiten Schritt ein bisschen nicht so viel nachdenken, wie es ein Rapper zum Beispiel tun würde. Nico, welcher Rapper ist denn besonders Fußball interessiert? Kannst du da eine Liste nennen? Und wer kann vielleicht auch richtig gut kicken? Das ist ganz schön. Es gibt so einige, die fußballerisch richtig, also wo diese Mythen von, die hätten auch Fußballprofi werden können, recht groß sind. Casey Rebel ist ziemlich weit gekommen in seiner Karriere. Eigentlich wäre der Fußballprofi geworden. Dümmer Rock eigentlich auch. Ein guter Kicker. Ehrlicherweise, es kommt ja immer daher, wo am Block gekickt wird. Und da sind diese Grenzen auch sehr beieinander. Der eine entscheidet dann irgendwann zu rappen und der andere kickt halt so lange weiter, bis er es auch aus dem Käfig rausschafft. Und diese Geschichten mag ich. Und deswegen ist, glaube ich, auch meine Verbindung in beide Welten so auf der Ebene total 100%. Wie gut kann Materia wirklich kicken? Schon ein paar Jahre her, aber es gibt so eine lustige Anekdote. Im Rahmen von irgendeiner Veranstaltung in Hamburg haben wir am Abend vorher in Hamburg uns getroffen und er und sein Buddy Paul Ripke haben so ein Hallenkicken veranstaltet. Und ich habe bei Paul mit in der Mannschaft mitgespielt und wir haben relativ deutlich geführt. Also richtig schön auch geditscht und so, ne? Hackespitze 1, 2, 3, Bandentore und so weiter. Und haben, glaube ich, lass mich ran, vielleicht echt so 9-3 geführt. Haben das Ganze 10-9 verloren.
weil Materia mit Anschreien von seinen Mitspielern und wir reden von einem Freundschaftskick unter ein paar Leuten, so, die sich alle nicht kennen. Und am Ende aber auch mit der Faust und Jubel am Ende das Ding nach Hause gebracht hat. Also die Mentalität hat er. Das ist ein Starspieler, geil, wenn er gewollt hätte. Sehr geil. Nico, wir haben hier eine große Tradition in diesem Podcast. Wen würdest du denn hier super gerne als Gast sehen noch? Ich musste gerade dran denken, du bist gleich bei den Rocket Beans wieder zu Gast. Einer von den Jungs vielleicht? Ja, also ehrlicherweise gibt es eine ganze Armee. Ich glaube, so mit Eddie könntest du hier richtig viel Spaß haben. Mit Nils müsstet ihr halt viel Gejammere darüber, warum der HSV nicht aufsteigt, euch anhören. was ein bisschen nervig ist. Es gibt auch zum Beispiel mit Kida Ramadan jemanden, der mich, ich habe für vier Blogs mal so Online-Formate produziert. Und dann haben wir uns nett unterhalten, haben erst über Hip-Hop unterhalten und dann über Fußball. Und dann haben wir beide festgestellt, dass wir in der gleichen Pfadfindergruppe wie Robbie Huhnke waren und den Kicker einmal nach links gedreht haben. Und der schon seit Jahren mit mir einen Fußballquiz möchte. Also ich würde euch wärmstens empfehlen, mal versuchen, Kida Ramadan ranzuholen. Liebe Grüße. Die Jury hupt jetzt schon. Wir müssen weitermachen. Wir haben nämlich hier auch ein Ergebnis zu verkünden. Und ich gebe mal kurz das Zwischenergebnis vor der offiziellen Verkündung von Virali Dein vom Ergebnis durch. Wir hatten ja gerade das Spiel nah dran. Muss man sagen, jetzt mit dem letzten Tipp bei Maxi Eggestein habt ihr nochmal richtig schön einen rausgeholt. Wir hatten so ein zwischenzeitliches Hoch nach unserer Antwort, Nico, aber wir wurden schier wieder eingebremst. Denn auch nah dran haben Max und Robby für sich entschieden. Nico und ich haben 54,6%, Robby und Max 57,7%. Das heißt, vor der Auflösung, vor Virali Dai, führen weiterhin Robby und Max mit 55,4%, aber knapp dahinter. Und ich meine auch, es könnte noch reichen mit einem sehr guten Virali Dai-Ergebnis mit 47%, Nico und Daniel. Yes, willkommen zur Auflösung. Ich bin super gespannt heute. Ja, ich bin auch ziemlich gespannt. Die Regie schickt mir gerade die Ergebnisse rein. Darf ich in der Zwischenzeit jetzt schon mal übrigens sagen, dass Nico Beckspin ein überragender Gast gewesen ist? Das darfst du. Das ist er. Jetzt lass ihn erstmal gewinnen. Auf jeden Fall. Also, Nico und Daniel brauchen bei Virali Dai 67%, um den Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen. Das war die erste Runde, ne? Da haben wir es versaut. Ja, auch Top 11 und so, ne? Aber 67% würde ich jetzt mal sagen, ist machbar, definitiv. Ich schaue mal in die Ergebnisse rein. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sieger der siebten Episode in der Schießbude sind mit einem Ergebnis bei Virali Dai von 34,6% und damit ganz knapp trotzdem noch vorne Robby Huhnke und Maximilian Bensinger. ...65,4% habt ihr. Euch fehlten 1,6%. Wow, ey, kann das sein, dass es das engste Rennen in der Geschichte der Schießbude war? Das war das engste Rennen in der Geschichte. Jetzt weiß ich, wie Lewis Hamilton sich fühlt. Naja, gut. Du kannst auch nochmal Berufung einlegen, wenn du willst. Ja, genau. Ja, und ein Rematch fordern, ne? Geht das auch? Und ein Rematch, das darfst du auch. Ja, wir begrüßen dich gerne nochmal als Gast. Auf jeden Fall. Das Gesamtergebnis, Leute. Robby und Max 51,2% und Nico und Daniel 50,7%. Oh, das ist ja sogar 0,5%. 0,5%. Gott, oh Gott, oh Gott. Robby, erstmal kurz zu dir. Was geht dir gerade im Kopf vor? Das war so, wie hat Wolf Fuß immer früher gesagt, so ein enges Höschen heute. Das ist das Einzige, was mir im Kopf rumschwirrt hier. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Also 0,5%, das ist echt brutal. Nico, schilder deine Gefühlswelt gerade. Also da mir auf der Reise hier durch dieses Format schon die ein oder anderen Ungereimtheiten in der Punktevergabe aufgefallen sind. Ich kann mich da an so Dinge wie Buzzer erinnern, die an irgendeiner Stelle schon gefallen sind, wo aber mit sehr viel Emotion dafür gekämpft wurde, dass man doch noch eine Zahl nennen darf, was hier maßgeblich dazu beigetragen hätte, dass dieses Ergebnis anders gelaufen wäre. Möchte ich an der Stelle betonen, dass ich ein fairer Verlierer bin und euch dazu gratuliere, dass ihr das hier gewonnen habt. Auch wenn ich denke, also Meister der Herzen, so sehe ich uns hier ganz eindeutig.
Hat ein Geschmäckle. Hat ein Geschmäckle. Hat ein Geschmäckle. Ist ein bisschen wie so eine Bayern-München-Meisterschaft. Ja. Deswegen wählt man mich auch ins Team. Ja, ja stimmt. Ich ziehe das mit allen Mitteln, ziehe ich das irgendwie zu uns. Aber es gibt eine Sache, die ich ja dann mal mitnehme, denn ich habe, das würde ich gleich sagen, ich habe ja damit hier quasi verloren und muss eine Wette einlösen, aber ich habe auf jeden Fall einen neuen Stern am Rap-Himmel entdeckt. Den werde ich im Mittelkreis, also das ist meine Bedingung, wenn wir das Ganze machen, dann möchte ich auch, dass Daniel in der Mitte performt und dann komme ich. Geil, geil, überragend. Nico, mit deinem Ergebnis, mit den 50,7%, bist du auf Rang 4 im Gesamtranking und das bedeutet auch, dass Amar mit 62,2% weiter vorne ist und weiter diese eine Hand am Pott und den 10.000 Euro hat. Wow. Nico, noch ein paar letzte Worte an die Hörer und vielleicht noch einen Vorschlag, welchen Rapper du gerne mal hier hören würdest. Ey, das hat wirklich, war sehr, sehr lustig und ich habe alle viel Anekdoten mitgenommen, die ich in meiner nächsten Roundtable-Runde mit meinen Jungs auf jeden Fall gnadenlos anwenden werde. Deswegen war es schön, hier zu sein. Rapper-mäßig, das Ding ist, ich hätte ja jetzt sofort so gesagt, so auch so Chelo Abdi zum Beispiel oder sowas, ne? Also einer von beiden. Auf jeden Fall grandios. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass das dazu führt, dass, wenn ich jetzt sage, Du Maroc, dass ihr dann hier sitzt und der kommt nicht und dann kriegt Robby so eine Sprachnachricht. Bruder, können wir drei Stunden später machen? Ich komme gleich, ich bin noch da. Aber ich vermittle gerne. Alles schon. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie es Schießbudenhörern geht. Man kann einfach keine Sympathie für Max Benzinger entwickeln. Und da muss ich jetzt aber sagen, was aber nicht unbedingt daran liegt, dass er nervig ist oder ähnliches, aber er ist einfach erfolgreich und Erfolg macht einfach Neider, wie auch bei mir, und ich freue mich beim nächsten Mal hoffentlich wieder zu gewinnen. Aber war geil mit Nico zu spielen und ich glaube, ich steige auch jetzt in das Rap-Ding ein. Das kann ich, glaube ich. Ja, brauchst du noch das kannst du auf jeden Fall. Also dann, da sind wir schon beim Thema, bei Community. Einfach mal an die Community Vorschläge, was wäre der perfekte Rappername für Daniel Sprügel? Großes Dankeschön an dich, Nico, und natürlich auch an die ZuhörerInnen. Schaltet nächste Woche wieder ein, abonniert unseren Podcast, besucht uns bei Instagram, @dieschießbude, schickt weiter eure geilen Viralidei-Vorschläge, taggt uns für das Kreisliga-Event, bewerbt euch weiter fleißig. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao. 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 Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere Die Schießbude jetzt auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original. Präsentiert von Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Deine Moderatoren sind Maximilian Benzinger, Robby Hunke und Daniel Sprügel. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter. Ein Maniac Studios Original. Und abonniert sehr gerne den Kanal hier. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr öfter reinhauen. Hören. Hören. Nicht hören.